Traditionell zählen die Hamburger Motorradtage zu den Bikermessen, auf denen ATVs, Quads und Side-by-Sides einen besonders großen Stellenwert genießen. Und das war auch auf den diesjährigen HMT der Fall, die vom 24. bis 26. Februar 2017 auf dem Gelände der Hamburg-Messe stattgefunden haben. Mit dabei waren denn auch die üblichen Verdächtigen. CF Moto zum Beispiel präsentierte seine ATV-Baureihe mit dem noch aktuellen 800er Topmodell. Wir freuen uns bereits auf die 1000er, die im Sommer angekündigt ist. Klar, so richtig Gas geben die Hanseaten natürlich mit ihren Motorrad-Pimps, allen voran den spektakulären Custom-Bikes und Street-Fightern, deren Details den Quad-Pimpern freilich jede Menge Anregungen liefern. Dabei haben die Tuner in Hamburg nicht nur mit Hot Rods die Vorzüge der Fortbewegung auf allen Vieren erkannt. Wer es so richtig spektakulär liebt, konnte sich auf den HMT an mächtig starken, flachgelutschten Oldtimer-Flundern ergötzen. Premiere feierte auf den diesjährigen HMT auch die nagelneue Halle 6. Von Licht durchflutet bot sie in unserem Bereich vor allem dem Team um Jörg Heidenreich vom Polaris-Vertragshändler Powersport Hamburg die Möglichkeit, die aktuelle Range des amerikanischen Herstellers in Szene zu setzen. Mit dabei auch Yamaha mit seinem bekannten Programm an ATVs, Sportquads und Supersport Side-by-Sides. Kawasaki schwänzte nicht nur in Sachen Krabbelzeug. Die Hamburger Biker vermissten auch Cruiser, die im Schatten eines monsterstarken Kompressor-Supersportbikes offenbar fehl am Platze sind. Fündig wurde auf den HMT 2017 auch, wer sich für Reisen und Touren geeignetes Zubehör interessierte. Das Harzer Riesenbike mit 35 Liter Panzermotor aus Russland betrachtete der Veranstalter als neues Highlight, was wir ihm ebenso wenig absprechen möchten wie die zahllosen Gaffer, die Spalier standen um den Unsinn. Allerdings fehlten in der Actionhalle in diesem Jahr dann doch deutlich die beliebten Quad-Performance-Shows von Dr. Stefan Blank, was nicht nur wir ausgesprochen schade fanden. Ihre Kunststücke zeigte immerhin die Hamburger Motorrad-Stuntpilotin Mai Lin. Thank you.
Auf ihre Kosten kamen Adrenalinfreunde auch bei den Jumps auf Motocross-Bikes in der Actionhalle auf den HMT 2017. Sogar ein Backflip war zu bestaunen. Ein Supermoto-Showrennen rundete das Actionprogramm ab. Die nächsten Hamburger Motorradtage finden vom 23. bis 25. Februar 2018 statt.